Ich wusste natürlich nicht, dass der Set immer noch so unbalanciert ist und Clipping-Fehler nicht gelöscht hat. Naja, so ist uns erstmal das Knicklicht durch das Haus gefallen. Scheiß drauf. So. Das eine Haus lasse ich ja jetzt mal aus. Auch wenn da eine Waffe drin sein könnte. Ich begebe mich jetzt mal zu der Feuerwache. Hier sind wir das letzte Mal schon lang gelaufen. Hier ist noch Sichel und Hammer. Ja, da sehen wir direkt, Kommunismus herrscht hier. So muss das sein. Hey, was macht der Zombie hier in dem Haus? Ja, der ist verbuggt. Wie eh und je. So, ich frage mich ja immer noch, ob hier was in dem Haus spawnen kann. Hello? Ich glaube, das war wieder im Side-Channel. Ich hasse diese Leute, die im Side-Channel einfach nur reden, um Scheiße zu labern. Ja, aber hier spawnt nichts. Schade. Ach ja. Der Typ ist bestimmt auch schon über alle Berge. Der, den wir gerade noch gesehen haben, in der Ferne. Aber wisst ihr was? Ich mach mal die Runner-Taktik. Dann gehe ich noch in die Feuerwache direkt rein gleich. Und könnte mir dann vorstellen, die noch mit Axt umzusnacken. Oh, ich höre eine Leiche. Ich höre eine Leiche auf dem linken Ohr. Oh, jetzt habe ich Zombies angelockt. Der Zombie hat mich direkt schon verloren. Hoffe ich zumindest. Oh Gott, ein Standbild, kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, ganz ehrlich. Oh, ich mache nur ganz schnell F9. So, F9 gedrückt. Und es geht wieder besser. Also ich muss gleich irgendwann das nochmal in Fraps einstellen. Ich verstehe es echt nicht, wie sowas passieren kann. Hier haben wir wieder... Ist das Toilettenpapier? Also, in manchen DZ-Servern findet man ja, beziehungsweise auf manchen DZ-Servern, findet man ja Klopapier. Und ich weiß wirklich absolut nicht, wofür man das gebrauchen kann. Man kann damit auch nicht interagieren, zum Beispiel Rechtsklick drauf machen. Ist mir völlig unklar. So. Und ich möchte auch nur nochmal betonen, ich habe in keinem Spiel so oft die Taste Alt benutzt wie in DayZ. Also in dem Spiel wird ja regelrecht die Taste Alt vergewaltigt. Ich meine, man drückt das quasi immer, um sich umzugucken. Und wann benutzt man mal am Computer Alt? Ist mir ernsthaft. So, der Zombie da, der hört... Klar, der dreht jetzt erstmal um. Und läuft voll an uns vorbei. Bleib unten, bitte. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht, du siehst... Okay, er sieht uns doch. Warum zur Hölle, weiß ich nicht. Oh. Jetzt passiert echt wieder das gleiche wie letzte Mal. Dass ich da nicht hoch kann. Mir die... Oh, jetzt hätte ich beinahe... Okay, scheiße. Seht ihr Leute, wir haben wieder das gleiche Szenario in der gleichen Stadt. Ich werde jetzt hier wieder reingehen. Und wenn einer hockt und auf mich zieht, dann bin ich tot. So, na, diesmal haben wir Glück. Die Feuerwache ist frei von Leuten, die uns was wollen. Zumindest unten. Eine Map haben wir schon, danke. Ein Hunting Knife haben wir ebenfalls schon. So, da gucke ich mir gleich an. Hier ist nichts. Hier ist ebenfalls nichts. Schade.
Ja gut. Dann gucken wir uns mal den Loot hier vorne an. Der hier lag. So, was ist das Schönes? Ach, das sind nur so Granaten für einen Granatwerfer. Schade. Oh. Gib mal schnell die Axt her. Ja. Reichweite 500 Meter, würde ich sagen. So, mit der Axt bewaffnet. Gehen wir jetzt auch mal in das Krankenhaus rein. Schade, dass wir jetzt keine bessere Waffe gefunden haben. So, ich hoffe erstmal, dass ich einfach ein bisschen Morphium finde. So, Gear. Ah, jetzt muss ich das Zeug erstmal aufnehmen. Ich verstehe auch nicht, warum die halt noch nicht gefixt haben. Man muss das ganze Zeug darum aufnehmen, damit man jetzt hier auf Rearm Medical Box klicken kann. Beziehungsweise Gear, tut mir leid. Ah, so, was haben wir hier alles? Ach, guck mal hier, volle Portion. Wir schmeißen erstmal den ganzen Müll da rein. Und die Whisky-Bottle ebenfalls. Und ja gut, Epipin braucht man quasi nicht, wenn man alleine spielt. Ich nehme trotzdem einen mit. Weil wenn man halt ohnmächtig ist, kann man sich den nicht selbst verabreichen. Ist ja Quatsch. So, dann nehme ich auf jeden Fall zwei Morphin mit. Den Scheiß schmeiße ich mal raus. Braucht eh keiner. Rotflash lasse ich nochmal hier, damit können wir die Zombies schön verarschen. Und Painkiller nehme ich auch noch einmal mit. So, habe ich noch einen Platz? Ne, habe ich nicht. Aber ich kann ein Getränk kann ich rausschmeißen, um nochmal einen Painkiller mitzunehmen. So. Beziehungsweise ich sollte auch auf jeden Fall noch einen Blackberg mitnehmen, oder? Was meint er? Kann ich die Leute wenigstens so verarschen, so nach dem Motto, oh, I need your help, please, can you help me? Und dann, bam, voll in die Fresse. So, dann legen wir uns mal kurz hier hinterm Tresen und legen mal fest, wo wir als nächstes hinlaufen. So, wir sind jetzt in Bailoff. Wollen wir wirklich nach Sabina? Kopech. Sind da irgendwelche Lootstellen? Ich weiß nicht. Also wir laufen jetzt erstmal nochmal hier zur Tankstelle. Oder wollen wir das untersuchen? Ach, ich glaube, das ist, das war, das Rathaus, in dem wir gerade drin waren. Ja, dann laufen wir mal über Kopech. Ich lege mir mal den, den Punkt hin. Laufen wir, nach Sabina. So ist unser Plan. Ja, 1 Kilometer, den werden wir wohl schaffen. Da wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr gespawnt sein. Naja, dann. Ja, auf. Wir geben uns aber vorher nochmal die Tankstelle da vorne. Ich habe eine Leiche auf dem linken Ohr. Schon wieder. Ja, super. Ja, ist ja klar. Gib mir einen mit. Ja, du hast eine Soda für mich dabei, das ist natürlich schön. So, jetzt werden wir aber erstmal gucken, woher die Leiche kommt. Vielleicht hat die ja doch schon eine Schusswaffe dabei. Scheint mir so, als wäre die hinter der Mauer. Oh ja, da kommt das Geräusch ganz laut her. Ja, dann werden wir mal kurz den Eingang suchen. Da ist er ja schon. Und vielleicht nichts mehr hier. Erstmal hier in der Kapelle gucken. Ach super, hier haben wir schon eine Getränkeflasche. Empty, ja gut. Scheiß drauf. Ne, hier ist wieder nur Schrotflintenmunition, Schrotflintenmunition, Roadflares, Schrotflinte. Alter, hier könnte man ja göttlichen Krieg anfangen. Makarov Mac. Das ist gut. Makarov hat ja nur 8 Schuss, deswegen immer so viel Munition davon mitnehmen, wie geht. Naja,
Und hier haben wir vielleicht nochmal Makarov oder eine Map. Ein Kompass. Nur noch mal kurz auf 9 gedrückt, weil die Aufnahme mir wieder ein bisschen geruckelt hat. So. Und irgendwie hier kam das Geräusch der Leiche. Also ich habe ein ganz leises Summen auf den Ohren. So, hier ist es wieder lauter. Ich habe jetzt das anders vorgestellt, also ich dachte, ich könnte hier finden. Schade. Jetzt findet man die wirklich gar nicht mehr. Ja gut, da sind wieder Zombies im Haus, da können wir jetzt nicht gebrauchen. Na gut, dann lassen wir die Leiche sein. Gucken uns wenigstens mal da vorne die Tankstelle an. Ach, hier ist ein Supermarkt. Geil. Und da vorne sind noch große Häuser. Okay, also... hier brauchen wir nichts raus. Aber dann können wir uns ja wenigstens mal den Supermarkt angucken. Ah, hier hört man die Leichen. Also wird sehr wahrscheinlich eine im Supermarkt liegen. Dann checken wir erstmal das Gebiet hier ab, ob hier ein Spieler drin ist. Ne, scheint aber alles sicher zu sein. Okay. Map haben wir schon. Vielleicht hätten wir hier sogar Glück auf ein Alice-Pack. Das wäre natürlich richtig fett. Aber sieht schlecht aus, meine Freunde. Und wo ist überhaupt die Leiche? Also von der Lautstärke her würde ich sagen, die liegt hier in der Ecke und da ist sie nicht. Also Pech gehabt. Watch. Ah, wie viel Uhr haben wir jetzt eigentlich? Oh, die Zeit geht ja gar nicht voran. Kurz vor 7:30. Also, ihr solltet das Geräusch auch hören. Also hier irgendwo ist das Geräusch am stärksten. Naja, egal. Dann auf zur nächsten Stadt. Der Zombie, der kann uns egal sein. Ja, diese Ortsausgangsschilder meine ich immer. Da könnte man, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt nicht auf diesem Server ist und schon von Anfang eine Karte hat, feststellen, in welchem Dorf man sich befindet. So, in die nächste Scheune werden wir mal da vorne direkt reinlaufen. Oh, der Zombie, der wird uns ewig hinterherlaufen. Na, wisst ihr was, den putze ich mal kurz beim Haufen. Ja, ist gut. So, hast du wenigstens... Oh, was habe ich denn hier alles? Achso, ich blute. Okay. Das passt ja. Dann benutze ich eine Bandage und kann direkt das Makarov-Mac mitnehmen, was der Zombie dabei hatte. So, danke dir. Schöner Tausch. Fairer Tausch, Schwal. Finde ich gut. Dein Leben gegen ein bisschen Blut von mir für ein Makarov-Mac. So, die Scheune peile ich jetzt mal an, weil da könnte ja eine geile Lee Enfield oder so eine CZ, also so eine Bauernsniper drin liegen. Das wäre auch schon mal ziemlich hilfreich. Naja. Aber so scheint hier in unserer kleinen einsamen Welt nicht sehr viel los zu sein. Also ich guck gerade mal, aktuell sind von 24 möglichen Spielern auf der Map 15 online. Also das sehe ich links im DZ Commander. Den habe ich noch offen. Ja, und da hat direkt ein Admin
jemanden gekickt, richtig so.